Bei Twitch Clips, oh Gott, bei Stream Clips Germany mit Das war das Männerklo, Folge 271. Guten Tag. Mit Mani zusammen. Warum denn das Männerklo? Ich denke, das werden wir gleich erfahren. Was? Eine Vermutung. Willkommen bei Stream Clips Germany. Sie wollten schon immer seichte, aber tolle Unterhaltung haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Folgen Sie jetzt rein und viel Spaß. Oh, ich renne einfach durch jetzt. Ist ja schlimm. Stöhnt der immer so, wenn der stirbt? Ja, ich glaube ja. Aber was ist das bitte für ein... Ja. Vor allem mit Pistolen. Ich habe absolut keine Ahnung. Hallo, Glaster! Paare. Ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, was sie da macht. Ja, ich muss auch. Oh Mann. Du könntest vielleicht einmal den Gruber anheben. Gewicht senken, Helfer einstellen. Ich kann den nicht anheben. Oder? Ich meine, du kannst ihn garantiert anheben. Ja. Lol, doch, das... Vor allem fährst du deutlich schneller danach. Just saying. Oh Gott. Die Realisation. Ja. Das ist ultra weird. Okay. Nein, nein, jetzt, guck hier. Also... Does it look like curry you'd wanna eat? Also ganz ehrlich, ich würde es erschießen. Ich würde drauf schießen. Was für Schießen meint er? Das sieht so ekelhaft aus, dass er es töten will. Ah, okay, das Schießen, okay. Ja. Kennst du, in einigen Oldschool-Restaurants gibt es aus Plastik geformte Gerichte, so als Ausstellung, dass du sehen kannst, was du bestellen kannst. So sieht das aus. Hab auch noch nicht so ganz einen Plan, was es darstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube Curry mit Reis. Das sah nicht appetitlich aus. Nee, ne? Das sieht irgendwie aus, einfach so eine Plastikform. Also ganz ehrlich, ich würde es erschießen. Ich würde drauf schießen. Es ist schon grau. Ja, es hat auch diesen Filter drüber. Welches Spiel ist das? Lockdown-Protokoll. Nein. Du guckst dir diesen Screenshot an und hast so, sechs Gässe Zeit dafür. Gar keine Ahnung. Ich würde sagen Ocarina of Time anhand der Schneeflocken. Oder das Partikel. Das hat nicht mal Sunshading. Guck dir das unten rechts an. Aber ist das wirklich Wind Waker? Ja, okay, das Ding. Oh, oder Wind Waker. Okay. Ich sag Wind Waker. Okay. Ja? Alter, ich bin so verkackt, ich kenne einfach gar keine Spiele. Nee, wirklich, ich kenne wirklich fast keine Spiele. Vor allem nicht, was so ältere Spiele angeht. Okay, ich mach da immer aktiv. Ich hab nicht mal Donkey Kong gespielt. Oh, du Ärmster. Also, das ist meines Erachtens nach kein gutes Spiel, aber ja.
Aber wenn die Videos raushauen, mache ich immer mit. Okay. Ich hätte Twilight Princess gewettet. Die erreichen eher das Gegenteil. Ich werde noch härter durchkratten. Du bist wieder nackt. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich weiß, mein Körper ist unausstehlich. Unausstehlich, ja. Wollte sie unwiderstehlich sagen? Ja. Neonova? Wow. Ja, du hast Neonova als Lichtstein. Ich war gerade so verwirrt, ne? Ich habe gerade kurz vergessen, dass es Zwillinge sind. Ich dachte, sie reagiert gerade auf sie selber. Oh, Kingdom Hearts 1. Ja! Auch nie gespielt. Er hat's hochgeworfen, oder? Mhm. Ich gehe vielleicht doch einen anderen Weg. Ich hasse mein Leben! So, als wenn er arbeiten würde, das ist ein typischer. Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Wo? Oh. Die roten Fässer? Oh, die explodieren und Kollege Schmirschel stirbt. Das ist. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Aber das ist wieder. Weißt du, so typisch Frau. Fragen und gleichzeitig dabei machen und nicht auf die Antwort warten. Ja, aber man weiß doch, dass rote Fässer immer explodieren. Nicht immer. Okay. Tofu selber machen. Ist auch nicht, was Kaspar Schmauser ist. Ah, jetzt! Guck mal! Jetzt kommt das hoch! Jetzt kommt das hoch! Und jetzt schnell runter! Was tut die da? Nimm den Topf vom Herd! Hallo! Oh, bist du dumm! Nimm den Topf runter! Das war doch jetzt extra, oder? Ich hoffe es. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was sie mit dieser Handbewegung bewirken wollte. Luft reinfächeln, aber das Einfachste ist ja eigentlich, sie hätte schneller rühren müssen und runterziehen. Ja. In der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick. Und bist du... Ist der Kaffee noch heiß? Stimmt, teste dich auch immer so, anstatt es in eine Tasse zu gießen und zu probieren. Du Hohlkopf! Alter, ist das dumm. Warum mache ich das da rauf auf meine Hand, ich Idiot? Ne, oh. Also. Ach, das ist nicht euer Ernst. Alter, was? Alter, was? Der ist davor liegen geblieben und schafft es nicht mehr, die 2 Millimeter nach... Was ist das bitter. Was ist das dumm. Der Erbse. Wir wechseln. So. Das macht man auch nicht dreimal als Mann. Als Mann machst du... Aber das machst du immer nur mit dem Deo von dem Kollegen, von dem du es dir geliehen hast. So? Oh, wie geil. Oh, wie dumm kann der Zufall sein, dass genau das passiert? Ja, Fun Fact, ein Arbeitskollege von mir hat an seinem allerersten Arbeitstag bei uns in der Firma, musste der auch einen Hydranten wieder zudrehen, der hochgegangen ist. Oh Gott. Und die Wassersäule war ziemlich hoch und er musste halt in die Wassersäule rein, um den Hydranten wieder zuzudrehen. Der ist danach erstmal wieder nach Hause gefahren und musste sich umziehen, weil er bis auf die Unterhose nass war. Ich wollte gerade fragen, ist das dann Arbeitszeit, wenn du nach Hause fahren musst oder Pech gehabt? In der Regel haben die Umziehklamotten in der Firma, die haben ja alle einen Spind und eine Kleide quasi. Aber wenn da auch nichts ist, ich denke, bei uns sagt auch keiner was, wenn du eben nach Hause fährst und dich umziehst, weil was willst du denn machen? Willst du die ganze Zeit in den pitschnassen Klamotten rumlaufen oder was? Ja, das wäre jetzt die Frage, ne? Nee, ich denke, dass die dann mal eben nach Hause dürfen und sich umziehen dürfen. Ja, klar. Okay, ich bin da, wo ich bin.
Du hast sie getötet. Obviously. Oh, das ist doch schon mal direkt ein Spiel für dich, oder? Nee. Nee. Ach, ich glaub schon. Dafür dürfen all die Leute vor unseren Toren weiterleben. Du bist ein Held für die meisten. Doch für mich bist du der Mörder meiner großen Liebe. Der Mörder meiner großen Liebe. You, Casey? Ew, du konntest ihn nicht in Ruhe lassen. Und warum rollt sich mein Mittelfinger so zusammen? Hä, wieso fahren wir aber die Bots nicht? Und Cyborg fährt, glaube ich, auch nicht, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht hier ab? Hä? Warte mal ganz kurz. Fehler in der Matrix? Ja, das was ist der aus? Sagenumschreibende Netcode von Nintendo. Ist mir noch nie passiert. Und ich habe sehr, sehr viel Mario Kart gespielt. Ach, das, ja. Der ist begeisternswert. Was seht ihr? Hä? Das ist traurig, ja. Okay, und wo fahren wir schnell? Darf ich jetzt ballern? Nein. Oh Gott. Oh, voll das geile Setup. Geiler Raum. Ja. Du geh wieder raus, du versaust den Raum. Er weiß, dass die Kamera an ist. Das stellt er gerade fest. Digga. Wer hat denn die Kamera gewechselt? Oh, den Ventilator habe ich auch. Ach du Scheiße. Wer hat denn die Kamera gewechselt? Ich dachte gerade, hä? Nein. Wir müssen noch was analysieren. Also so einen ähnlichen, nicht genau den gleichen, aber der sieht ihm schon ziemlich ähnlich. Oh ja. Außer, dass meine hier vorne silber ist und nicht schwarz. Ja, und ich glaube, seiner ist größer. Ein bisschen. Oder zumindest dicker. Also so viel größer ist er, glaube ich, auch nicht. Ja. Aber das ist übrigens der Ventilator, den ich letztens gesucht habe, der bei mir auf dem Schreibtisch stand. Ah. Mach mal bei dir die Werbung von YouTube aus. Wie kann man an so einem Tisch gemütlich sitzen? Wenn du genau vor der Tastatur sitzt, hast du direkt das Regal an deinen Füßen, an deinen Knien. Das ist ja voll unbequem. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Also der Raum ist so geil eingerichtet und dann so. Der Raum sieht richtig gut aus, das muss ich dem echt lassen. Der sieht schon sehr, sehr nice aus. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, das immer sauber zu machen. Mhm. Vor allem die weißen Paneele, wo ja zum Glück überhaupt kein Staub drauf liegen bleibt oder so. Nö. Wechselt! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Wir hatten die Kamera gewechselt, ich dachte gerade, hä? Nein! Dass es angemeldet werden sein muss und wenn das nicht gemeldet ist, dann müssen wir es auflösen, ist ja klar. Ich hoffe, der hat kein Sponsorship mit Displayed. So 10 Minuten vorher. Ja, und der heutige Sponsor ist Displayed oder Wump. Ja. Ich glaube, ich müsste das richtig eingestellt haben. Gehen wir rein. Seht ihr, was ich sehe? Am ungewohntesten ist natürlich für mich, dass ich gerade den Ketten stehe. This is Admiral Carius. Sie sieht den Chat nicht und weiß nicht, dass wir nicht sehen. Das ist bitter. Oh ja. Das hat mich auch richtig viel Zeit gekostet, das bei mir einzurichten, dass man mich sieht. Nee, nicht mich sieht, aber dass man das Spiel sieht und ich den Chat sehe. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine VR. Obwohl die schon die neue hat. Das ist ein bisschen besser. Bei der neuen Brille kannst du nämlich theoretisch auch nur deine Hände benutzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
anstatt die Joysticks. Ja, kannst du. Du kannst auch einfach dich bei Meta anmelden und das ganze Spiel im Browserfenster öffnen. Dann hast du es direkt in der Anzeige. Also da kannst du einfach das Browserfenster einbinden in deinem Stream und fertig. Also das ist, ein Kollege von mir hat die, deswegen. Ah, das ist ja so, cool. So haben wir das bei mir. Also ich habe es auf dem 55 Zoller laufen gehabt und der andere hat gespielt. Das war ganz lustig. Auch geil. Lucifer is a mining planet. Why are the Imperials taking eine Ewigkeit später? Ich seh nichts um mich rum. Ich einfach nur diesen Text. Oh, warte. You were a means to an end. But now you have outlived your usefulness. Die Realisation. Ich war so traurig. Wir mussten doch unsere Maße abgeben an Lena, bevor wir das Shooting gemacht haben, nicht wahr? Ja. Und Sandra hatte meine Maße genommen und auf einmal fängt sie an zu lachen, dreht sich weg und hört nicht mehr auf zu lachen. Ich so, was ist denn los? So, okay, ist irgendwie ist meine Hose runtergefallen, irgendwas an mir. Nein, sie hat mir meine Maße gezeigt und ich bin oberkörpermäßig ein Kasten. Das ist, meine Brust ist wie mein Bauch, ist wie meine Hüfte, ist wie alles. Ist alles ein und dieselbe Zahl. Du bist aber ein Zauberwürfel. Oh, wie geil. Nein, ich habe keinen schwarzen Bildschirm. Komisch. Vielleicht mein Grafikkartenabtreiber, genau. Abtreiber. Der gute Grafikkartenabtreiber. Oh, wir kennen das. Das habe ich noch nie erlebt. Also, das ist Endlevel von Paketboten. Ich schell doch nicht an, um dann zu sagen: Morgen, es ist 7.55 Uhr und ich habe dein Paket heute nicht dabei. Hä? Das habe ich noch nie erlebt. Ja, vor allem. Guten Abend. Woher weiß der, dass die Pakete bestellt haben? Wir suchen unsere neue Thrombose-Strumpf-Serie Omas Stell. Ja, sehr gute Frage. Sehr fragwürdige Frage. Wir bieten auch Schnabeltassen und Windeln an. Diese dürfen gerne im Stream getestet und vorgeführt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ja, ich hab's euch nicht gesagt, Wuschis. Wir haben einen neuen Partner hier im Stream und zwar Thrombosestrumpf24. Oh Gott. Ja. Ah, oh, wie fies. Könnte aber auch lustig sein. Mhm. Kriegst Geld dafür, hältst einmal den Thrombosestrumpf in die Kamera und das war's dann. Hm. Ich habe eine Kontonummer bekommen. Wieso bist du denn jetzt wieder rausgekommen? Was ist denn mit dir los? Hä? Was bist du denn? Für ein kamerageiles Viech? Ist das dein Ernst? Oh. Das ist laut. Mhm. Hast du schon gesehen? Ja. Dankeschön. Aua! Hatte ich nicht glaube schon, aber egal. Dankeschön. Was war das denn? Wo ist sie? Da drin ist sie noch. Wo? Oh mein Gott. Wir halten gleich mal. Machst du tot? Oh mein Gott. Machst du tot? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, die hat mir voll in die Backe gestochen. Die Wange. Oh, die Backe ist hinten. Mach sie weg. Das stelle ich mir auch am schlimmsten vor. Du fährst Auto. Die sind ja zum Glück nicht schnell gefahren, aber... Schöne Biene im Auto und dann, die geht Mayhem. Ich weiß nicht, ob das eine Biene oder eine Bremse war. Ja, Bremse ist ja nicht so schlimm dann. Was? Eine Bremse ist viel schlimmer als eine Biene. Nee. Doch. Okay. Hä, die tun viel mehr weh, wenn die beißen, stechen oder was auch immer diese Viecher tun. Ja. Mein letzter Bienenstich war so groß. Ups. Also so... Tellerförmig. Ja. Fun Fact, ich habe beim Tretbootfahren bei uns auf dem Staudamm, Stauteich, wie auch immer, ich saß hinten und wir haben vorher ausgemacht, wenn irgendwo eine Bremse sitzt, dann einfach zuhauen und später erklären. Ich habe dem vor mir gerade noch den Rücken massiert,
Und dann gebe ich dem voll die Backpfeife. Der dreht sich um mit so Augen, so, was habe ich getan? Ich so, Bremse, die Leiche liegt hier unten. Ach Gott. Und echt im einen Moment schön gemütlich massiert und im anderen pow. Ja, so muss das. Ja. Wir haben vorher ausgemacht, einfach zuhauen. Keine Zeit für Erklärungen. Wurdest du schon mal von Tigermücken gestochen? Nein, ich glaube nicht. Sei froh, darauf reagiere ich zum Beispiel allergisch. Ach, shoot. Ja, das war auch super. Also ich finde. Sehr ungünstig. Aber nach wie vor Bienen schlimmer als alles andere. Oder Wespen. Also die Stiche davon. Naja. Ich finde Bremsen, also die Pferdebremsen, weil die sind nicht nur riesig, sondern tun auch noch Schweine weh. Ja, im ersten Moment, aber danach ist es ja weg. Das brennt total, wenn die stechen. Okay, vielleicht bist du auch allergisch gegen die. Ja, es ist, schwillt zumindest nicht wahnsinnig groß an oder so. Ah, okay. Das hat's bei mir bei den Tigermücken. Ja. War das nicht das, wo du letztens gestochen wurdest? Was du mal gezeigt hast? Ja. Ich wollte schon sagen, da war doch irgendwas, ne? Ja, genau. Das waren die. Das war super. Ja, nett. Es ist widerlich. Also ich komme aus dem Saarland, ich liebe das, Saarland. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit so mit dir rede, findest du das geil? Es ist hochgradig grausam. Sexy? Es ist furchtbar. Du Teaser, du. Nein. Der Teaser. Mein sexy Teaser. Es ist nicht. Ja, aber ich habe den Spiegel auch zu Hause liegen lassen. Ich muss mal ganz kurz Hände waschen gehen. Ja, dann nimm mal. Aber nicht hier ist Männer, Nadine. Ist mir doch egal. Geh doch nur Hände waschen. Und die nimmt bitte auf das Waschbecken. Oh nein, da kommt sogar Männer rein. Wie bei. Ich geh nur Hände waschen. Ich hab ihn gesehen, hab geguckt, ob sie richtig sind. Der Mann dann direkt so, oh, Frau bist du. So, ich geh nur Hände waschen. Oh Gott. Ich habe ja auch meine Sünden. Und ich sag euch, Shisha kannst du sehr gut auch mit WASD und Maus rauchen. Du musst das Ding nur zwischen deine Beine klemmen. Warte, das hört sich auch falsch an und es sieht dann auch falsch aus. Aber ist egal, es funktioniert. Okay. Ich habe gelernt, keine Fragen zu stellen. Ja. Da ist eine runterkommt, da müssen. Nee, da. Ah, hier geht's auch. Wohin? Ich bin draußen. Du kannst sagen, du bist irgendwie verschwunden gerade vor mir. Ja, ich bin draußen. Wie geil. Also ich höre gerade auf alle Fälle was fahren. Ich muss erstmal die Fahrschule wiederholen. Ich wäre gerade fast sonst runtergesprungen. Oh, jetzt kommt er wieder hoch. Ja, ich bin noch nicht in dem Bereich. Naja, gut, oder auch nicht, ne? Mhm. Und der hat die Seelen dafür. Kann das mal bitte jemand klippen? Mein Vater wird seit 20 Jahren jedes Mal Mercedes. Und er wird sich sehr darüber freuen. Dann ist dein Vater reich genug, um dir das Modell zu kaufen. Warum ich ein Kondom genommen habe? Warum du was genommen hast? Ein Kondom. Warum hast du das angenommen? Keine Ahnung, Digga, weil ich nett sein wollte. Bist du Kondom? Zamba im Creator, oder? Wollt ihr ein Kondom haben? Ja. Kannst du haben. Brauche ich nicht. Ich spiele Valorant, sorry. Ich bin Valorant, ich habe keine Freunde. Freundin, wie auch immer. Oh Gott. Ah. Mach dir nichts draus, ich habe auch kein Hallo bekommen. Hä, wir haben direkt geredet, wir sind direkt ins Gespräch. Nein, jetzt habe ich's doch. Wie geht's eigentlich deiner Maus? Gut, das waren nur ein paar Tropfen Cola. Obwohl es bei der Tastatur auch nur ein paar Tropfen Eistee waren und trotzdem die ganzen Tasten geklemmt haben. Oh Mann. Ach, deswegen gibt es nur noch Wasser. Ja, oder du musst aus Flaschen trinken, das geht auch. Oder zuckerfrei, dann klebt das nicht. Ja, ich spreche hier. Als ich letzte Mal nachgeguckt habe, war Wasser zuckerfrei, muss ich sagen. Doch gemacht. Okay, Leute, ich muss das mal ganz kurz sauber machen. Oh, und jetzt habe ich schon wieder umgeschmissen. Ich hasse alles, ne? Wieso hat sie die beim ersten Mal nicht zugemacht? Ah.
Ich weiß es nicht, aber ich feiere es. Oh Gott. 10. Oh, hier gibt's ein Bällebad. Auf Schwanzjagd! Das ist bitter. So, auf der Gamescom. Naja, ich glaube, da wissen alle. Also da laufen noch alle mit irgendwelchen komischen Alarmboxen rum. Ja, true. Ich bin so blöd. Ich habe jetzt nicht wirklich gerade Monster Energy über meine Schulter gekriegt. Ja. Nee, oder? Oh, wie dumm. Ey, der Router. Das könnte halt ich sein. Das ist nur dein T-Shirt. Doch, der Router. Das wäre jetzt so gut gewesen, wäre das jetzt einfach so weg. Ja. Der Router-Fump. Mann, damit das Bier nicht so allein im Magen ist. Ist das Tobi? Habe ich auch erst gedacht, aber von der Stimme her kommt es nicht hin. Nein, das ist jemand anders. Aber er sieht Tobi schon ziemlich ähnlich. Jetzt schon aufgehört. Vor allem, warte. Wieso gehst du nicht? Dieser traurige Blick. Ja. Jetzt schon aufgehört. Da macht jemand einen Handstand an der Wand und fickt die Wand dabei. Oh ja. Was zur Hölle geht da ab? Ich möchte kurz anmerken, dass gerade war journalistische Arbeit, ja. Ich habe gerade einen Moment der Zeitgeschichte festgehalten. Oh Gott. Voll gut. Ja. Höchsten Respekt, wenn man so gut spielen kann. Ich hatte da keinen Nerv drauf. Also, das zu lernen. Ich kann Querflöte spielen. Es hat sehr lange gedauert. Auf der Realschule, so von der 6. bis zur 10. Klasse. Und ich konnte es nicht. Also, so ein bisschen nur. Und immer, wenn die Lieder mir zu schwierig waren und wir auf Konzerten waren und mir das zu peinlich war, dass ich mich verspielen könnte, habe ich nur so getan, als würde ich spielen. Okay. So kann man es auch machen. Ah ja, das war gut. Das ist halt eine gute Sache. Nope. Okay, wirklich. I can't. Nochmal. Clippy. Du mutest ja immer und Scheiße und Dreck und solche Sachen. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Sounds vor, die kannst du einfach einblenden. Ist viel witziger. Wii-u. Oho. Ihi. Wii-ku. Wow. Wii-o. Das wäre echt lustiger. Es ist viel witziger als Silence zu hören. Test es mal. Treffen ist ein Warnsignal. Wenn ihr mein Buch nicht kauft, dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Unter eurem Bett. Ich meine euer Bett. Ich würde euch nur darauf hinweisen, diese Mühle, nicht, dass ihr auch reinfallt, weil... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich bin in der Mühle! Hilfe! Also bei mir ist er nicht. Hilfe! Oh, wow. Hilfe! Vor allem, wie der Kopf doch mitkam. Oh nein! Hilfe! Hilfe! Ich weiß auch gar nicht, was abgeht. Was zur Hölle? So, können wir umlagern? Jawohl. Auf dein Kommando. Auf drei. 1, 2, 3. Ja, und. Was ist da passiert? Ich schwör dir. Der ist rausgeklippt und dann. Oh, wow. Ja. Was ist das denn?
in dieser Redaktion arbeiten, ja, ist der geilste Job der Welt. Schatz, was ist passiert? Steffi Graf, von Schlägern zum Krüppel gemacht. Von Schlägern zum Krüppel gemacht? Na, ich würde jetzt tippen, dass sie eigentlich zusammengeschlagen wurde. Ja. Aber das hätte ich gehört. Was hat sie für einen Sport betrieben? Ah, lol! Die war ja Tennisspielerin. Ja, ihr Knie und die Hüfte sind kaputt vom Tennisspielen. Oh mein Gott, das ist ja richtig smart. Das ist krass, oder? Das ist ja richtig smart. Oh, ist das kacke. Das ist so Clickbait. Ja. Das ist nichts anderes als fucking Clickbait. Ja, aber damit verdienen die Geld. Vito? Ja? Oh Gott! Das geht doch. Ja! Was? Okay. Was? Nichts. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab einfach Gronkh überm Bett hängen. Jetzt kann ich in Frieden schlafen. Oh Gott. Stell dir mal vor, du hast ein Poster so über deinem Bett hängen und der guckt dich mit diesem Blick an, wenn du gerade Dinge tust. Pures Judgment. Ich weiß genau, was du da unter der Decke tust. Du brauchst gar nicht so tun und es zu verbergen. Ja. Oh Gott. Mhm. Bin ich immer noch so mächtig auf deiner Position? Tja. Oh Gott, dafür wäre ich bestimmt zu dumm. Ja, also nicht ja bist du, sondern ja. Ja, ich auch. Erik, ja, daran dachte ich auch gerade. Das war einfach nur eine dafür zu dumm. Ja, das war nur eine Feststellung. War gar keine Frage. Nein, das nackt ist es! Ey, scheiß doch auf jede Uniform! Diese Rüstung taugt mir nicht! Ich muss nackt kämpfen, so wie Gott mich schuf! Okay. Das Grom-Leitmotiv steht für die Qualität, die Jinja dazu gebracht hat. Oh, das Grom-Leitmotiv steht für Qualität, die ich dazu gebracht? Oh. Der Moment der Realisation. Gam, 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 gam. Ich entführ dich. Nein! Also Engie, das ist echt cool. Wie gut dieses Bild ist. Zahlen in den Chat, schreibt mir eine Zahl in den Chat. Ich beweise euch was. Schnell Chat, schreibt eine Zahl. 6. 6. 8. 8. Aber das beschreibt Asche gut, also das. Mhm. Ziemlich. 8! Ja, das ist, das beschreibt mein Bild, was ich von Asche habe. Ja. Sonntagmorgens vor der Arbeit, um mich zu motivieren. Oh ja, das war ich. Donnerstagmorgen. Vor der Arbeit. Nach 13,5 Stunden arbeiten. Boy. Ich auch. Oh. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Wie spontan ist das denn bitte? Voll geil. Bin so lange nicht geflogen. Ah, wie gut. Aber Ranger, richtig, du bist doch gar nicht dick. Ich kann es sogar beweisen. Dicke sind lustig. Ja. Danke. Da war er aber lustig. Ah, nein, ich glaube, das war eine Chatnachricht, die er vorgelesen hat. Ja. Oh mein Gott, das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Ach, der Ärmste. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ist doch unfähig. Shift und Tab drücken. Warte. Gleichzeitig.
Über 50.000 Menschen in Deutschland können immer noch keine richtige Steam-Einladung verschicken. Schreib dich nicht an. Ist das gut? Ob du uns auch verrätst, welcher Fact interessant ist. Entschuldigung, dass Marcel im Pissen steht. Was im Stehen pisst? Dass er im Stehen pisst. Oh, ist das schlimm. Warte, ich glaube, ich habe den Faden verloren, Nebi. Du hast den Faden verloren? Das ist nicht gut, vor allem, wenn du deine Tage hast. Oh Gott! Ja, dann hilft nur noch drücken. Als Kind hat zwar so ganz gerne... feste. Dann hilft nur noch ganz, ganz feste drücken. Oh Gott. Würmer gesammelt. Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, weil ich jetzt mittlerweile halt so hast Angst... Den hast du mit einer roten Kugel geschossen. Oh. Plupp. Du musst allerdings hoffen, dass es voll genug ist. Ansonsten bleibst du halt einfach kleben. Okay. Habe vor so Insekten und so einen Scheiß, aber Baby-Remake damals ohne kein bisschen Furcht oder so von diesen Viechers. Hab einfach alle in meine Hand gepackt und dann immer, ich hatte dann immer halt so einen Ort, wo ich alle hingetan habe draußen. Und ja. Rette dich! Okay. Halt durch! Buckets. Lol. Oh, wie gut! Nein! Doch. Und gab sogar ein Schief mit. Das müsst ihr klippen! Oh mein Gott, was das so machen kann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kleiner Hin, ich werde, bitte, verurteilt mich jetzt nicht für das, was ich tue. I'm sorry, okay? Ich komme hier nicht zurück, oder du kannst versuchen, drückst du schon? Ja, ja. Wir drücken beide. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, Matteo. Du verarschst mich, du drückst nicht. Nee, ich kann doch nicht mehr jetzt. Matteo hat auf jeden Fall deutlich die bessere Technik. Und seine Hand ist so eingeknickt. So, jetzt drück. Oh. Ah, was macht denn die Hand? Die Hand war gerade am Tisch. Das ist illegal. Okay, jetzt sind wir wieder weg. Am Knie. Okay, das ist okay. Ja, ist schon over. Oh Gott. Dieser arme 48-jährige Mann. Das war's jetzt. Was soll denn jetzt noch werden? Jetzt ist es vorbei. In Videospiele bist du gut, aber in Real Life nicht. Ich mache mein Bett immer frei, ich ziehe meine Bettdecke gerade und dann mache ich mir so Häufchen aufs Bett. Okay, was? Das klingt falsch. Klamottenhaufen aufs Bett. Ich wusste instant, wovon sie redet. So oh mein Gott, Alter! Was zum Fuck war das? Oh, wie gut. Boah, Alter, Scheiße! Alter, was? Oh. Halt, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich hab die getrippelt! Voll gut. Voll, voll gut. Oh ja. Ja. Aber ich muss das tatsächlich ein bisschen leiser machen. Das war sehr, sehr laut tatsächlich. Streamclips. Jeremy. Upp, upp. Danke fürs Zusehen. Links findest du eine YouTube-Empfehlung und rechts die React-Playlist. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns Freitag im React wieder ab 18 Uhr mit Money zusammen. Tschüss.